Bei der strategischen Kontrolle handelt es sich um einen begleitenden Prozess, der sowohl die strategische Planung als auch deren Umsetzung begleitet. Es geht vor allem darum, zu prüfen, immer wieder zu prüfen, ob die Strategie auch wirklich tragfähig ist und auch wirklich so umgesetzt werden kann, wie es geplant wird. Also entscheidender Begriff ist hier vor allem ein planungsbegleitender Prozess. Die strategische Kontrolle besteht aus drei Arten, die man voneinander unterscheiden kann, nämlich die sogenannte strategische Überwachung als eine Kernfunktion, die sogenannte strategische Prämissenkontrolle und als drittes schließlich die strategische Durchführungskontrolle. Auf dem folgenden Schaubild lässt sich dann besser erklären, was der Unterschied zwischen den dreien ist. Zunächst zur strategischen Überwachung. Da handelt es sich um sogenannte ungerichtete Tätigkeit, die bereits bei der Strategieformulierung einsetzt. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht genau, was man sozusagen überwacht, kontrolliert, sondern das hat viel was mit Zuhören und Aufmerksamsein zu tun. Also beispielsweise das Fitnesscenter in einem Ort, wo die Inhaberin zum Stammtisch regelmäßig geht und dann beim Stammtisch aufnimmt von einem Immobilienmakler, dass ein Konkurrent einen Standort sucht und sich auch in diesem Ort niederlassen kann. Warum ist das relevant? Weil dann in dem Augenblick, wo sie diese Informationen frühzeitig bekommt, sie auch Gegenmaßnahmen einleiten kann. In dem vorliegenden Fall war das, dass das Fitnessstudio, das mit 49 Euro pro Monat positioniert war, dieselbe Inhaberin dann ein zweites Fitnessstudio im Niedrigpreissegment für 19 Euro eröffnet hat und es ihr damit gelungen ist, den Wettbewerber vom Markt zu halten. Die zweite Kontrolle, die Prämissenkontrolle, geht es darum, dass für eine Planung immer gewisse Prämissen zugrunde liegen. Also beispielsweise, dass man davon ausgeht, dass das Bruttosozialprodukt um 3% steigt, weil man glaubt, dass das eine Auswirkung hat auf die Umsätze, die man tatsächlich realisieren kann. Und dort würde man dann auch festlegen, in welchem Turnus letztendlich an dem Beispiel gesehen die Entwicklung des Bruttosozialproduktes dann eben auch gemessen wird und geschaut wird, ob man in der Tat bei den 3% ist. Das dritte, die strategische Durchführungskontrolle, die dann erst einsetzt, wenn die Strategie tatsächlich implementiert wird, bedeutet, dass man Meilensteine setzt, und dann eben regelmäßig bei der Umsetzung guckt, ob man überhaupt ja, on track ist, auf dem richtigen Weg ist. Also beispielsweise, man möchte 100 Läden, 100 Stores eröffnen, dann würde man vielleicht vierteljährlich gucken, Meilensteine setzen, ob man, wenn man zum Beispiel geplant hat, pro Quartal 25 Stores zu eröffnen, ob man das dann pro Quartal auch tatsächlich geschafft hat. Und wenn man weiß, dass man das nicht geschafft hat, dass man gegebenenfalls dann eben auch Umsteuerungsmaßnahmen einläutet. Umsteuerungsmaßnahmen könnten hier zum Beispiel sein, dass man versucht, die Expansion zu beschleunigen oder dass man investive Mittel, die frei werden, da man die Stores nicht alle eröffnen kann, in andere Projekte reinsteckt. Eine Voraussetzung für die Implementation der strategischen Kontrolle ist, dass man ein sogenanntes gemeinsames Sprachsystem hat, also dass man weiß, worüber man sozusagen redet und vor allem durchlässige Kommunikationsstrukturen hat. Damit ist gemeint, dass häufig in Geschäftsführungen, ja, wenn man eine funktionale Organisation hat, beispielsweise man hat jemand für Non-Food und für Food Verantwortlichen, dass man diese strategische Kontrolle nicht den Verantwortlichen nur überlässt und die vielleicht dann gar nicht so erzählen, wenn es in ihren Bereichen gar nicht so läuft, wie ursprünglich gesehen wurde, sondern dass auf einer Geschäftsführungsebene da eben durchlässige Kommunikationsstrukturen sind. Das heißt, alle Sachen dann auch nach oben kommen, sodass die Geschäftsführung dann gemeinsam entscheiden kann, dass wenn es Signale aus der strategischen Kontrolle gibt, dass man umsteuern müsste in der Strategie, dass man das dann auch tun kann. Hier das Beispiel in einer Geschäftsführung gibt es eigentlich zwei Verständnisse. Das eine ist, dass als erste Prio das Geschäftsführungsmitglied verantwortlich ist für das Gesamtunternehmen und erst in zweiter Priorität der Chef seiner eigenen Geschäftseinheit oder seiner Funktion ist. Das ist sozusagen das bessere Verständnis im Sinne einer strategischen Kontrolle
um Probleme auch ans Tageslicht für die Geschäftsführung zu bringen. Das zweite Verständnis könnte sein, dass man sagt, in erster Priorität ist das Geschäftsführungsmitglied für seine Geschäftseinheit zuständig und nur in zweiter Priorität für das Gesamtunternehmen. Und dieses würde dann dazu führen, dass die Bereitschaft gibt, Budgets von einem Bereich zum anderen, zum Beispiel umzuschichten, so nicht da ist. Also bedeutet das erste Verständnis in einer Geschäftsführung, dass ein Boardmitglied in erster Priorität fürs Gesamtunternehmen und erst in zweiter Priorität Chef seiner Geschäftseinheit ist, ist somit das bessere Verständnis.